Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin. Und diesmal habe ich wieder mit Headset gemacht, dass die Qualität ein bisschen besser ist. Ja, Mikrofon, ja. Bart mal ein bisschen zusammen machen, damit der nicht sofort Mikrofon ballert. Ihr habt ja mitgekriegt, dass die letzten 4-5 Tage nicht kam. Das war nämlich hier ein bisschen hektisch. Und deswegen bin ich auch überhaupt nicht dazu gekommen, Videos zu machen. Ich habe heute wieder was gemacht. Deswegen auch der Autofahrvlog, um euch da mal zu informieren, was hier los war, beziehungsweise was da jetzt kommt. Ich habe jetzt hier die Internetscheiße von meiner Mutter wieder. Wartet mal, ich hole mal so einen Karton raus, was ich ihr bestellt habe. Das hatte ich ja schon mal im Odin was shoppen vorgestellt. Da. Das hatte ich mir jetzt wieder von ihr zurückgeholt und in die Kartons gemacht, um nochmal Videos darüber zu machen, beziehungsweise ein Video für euch darüber zu machen, wie es sich jetzt in der Praxis bewährt hat und wie es aussieht. Und habe die ganzen Geräte nochmal gezeigt und erklärt, warum meine Mutter so viele wollte. Dann habe ich einen LED-Beamer bekommen, da habe ich ein Video gemacht. Die Bluetooth-Box habe ich jetzt das Video gemacht. Das wird jetzt alles in den nächsten Tagen kommen. Es gibt auch zu dem LED-Beamer, wird es halt auch ein Vor-Unboxing geben. Und ja, hier hat es hier Brand, wenn ihr das so gleich seht. Ja, da seht ihr den so ein bisschen im Hintergrund bei mir, den Bauzaun. Und direkt neben mir an der Schule hat es auch gebrannt in der Baracke. Also so eine lange Barackending, wo Spielzeug und so von den Kindern drin war. Und ich war dann auf dem Balkon, das ist eine lange Geschichte. Jedenfalls habe ich das mitgekriegt, habe auch die Feuerwehr gerufen. Und dann sind die abgerückt um kurz vor 4, 3 Uhr noch was sind die abgerückt. Und um 4 Uhr noch was brennt es da. Also das war schon sehr, sehr kurios. Und dadurch, dass es halt auf dem Schulgelände gebrannt hatte und da dann für 2 Tage die Schule komplett ausgefallen ist, leck mir am Arsch, kein Parkplatz frei oder was? Boah. Da dann die Schule für 2 Tage ausgefallen ist, komplett, konnte ich tagsüber keine Videos machen. Ging nicht. Weil meine Tochter war ja dann bei mir, war ja dann sozusagen schulfrei. Und abends hatte ich dann auch echt keinen Nerv und keinen Justin noch Videos zu machen. Ich hole jetzt meine Tochter ab, bringe das wieder zu meiner Mutter und schließe das auch alles wieder vernünftig an. Weil die hat schon gemeckert, wenn sie nach Hause kommt, muss das alles wieder angeschlossen sein. Ja, das war jetzt nur so ein kleines Zwischenvideo, um euch da zu informieren, was kommt. Ich bin am überlegen, ob ich vielleicht eventuell heute Abend so ja noch einen Livestream machen werde. Ich denke mal schon, ich weiß es noch nicht, wie stressig das jetzt heute noch alles wird. Wochenende werde ich nichts machen. Wochenende werde ich, morgen ist Samstag, morgen werde ich mich mit 2 Abonnenten treffen, mit dem Tobi und seiner Frau. Also Tobi 2, also ich habe ja 2 Tobis, die meine Videos gucken, also aus KW der Tobi, ja, mit Marina und seiner Frau. Die werde ich heute morgen dann treffen. Ich denke mal nicht, dass ich da ein Video machen werde. Mal gucken, weil meine Tochter wird mit bei sein. Und ja, dann würde ich mich jetzt hier erstmal verabschieden. Das war nur so eine kurze Zwischeninfo, warum und weshalb hier erstmal nichts kam. Aber jetzt ist alles wieder in geregelten Bahnen. Jetzt fangen ja natürlich die Ferien an, Leute, da muss ich euch sagen, da müsst ihr dann natürlich auch, muss ich auch ein bisschen ruhiger treten, weil ich da den mit der kleinen Bahn fahren will und da sind wir dann auch von früh an bis abends dann weg und wenn ich dann abends vom Bahn komme, 18, 19 Uhr, dann mit der kleinen essen, da habe ich dann ehrlich gesagt nicht den Just noch irgendein Video zu drehen, da werde ich mich aufs Sofa legen und irgendeinen Film gucken zum Entspannen. Aber ich werde versuchen, so zwischendurch auf jeden Fall Videos zu machen. Das verspreche ich euch oder mal auch einen Livestream oder so. Aber ich werde in der Ferienzeit definitiv ruhiger treten, so wie jetzt. Also jetzt bin ich ja auch schon ein bisschen ruhiger getreten. Das wird sich jetzt so bis zu Ende der Ferien noch ein bisschen hinziehen so und dann passt das schon. Aber nächste Woche kommt auf jeden Fall mein Tattoo-Video. Ich bin erstmal weg. Ahoi, sagt euer Odin.